Wir stehen hier an der Heerstraße, Ecke Maximilianstraße, am Eingang zum Schlosspark. Im Umfeld befinden sich hier auf der linken Seite das alte Rathaus von Törnich, welches früher als Rentteil von Schloss Törnich vorhanden war. Weiter der Heerstraße folgend war hier das ehemalige Haus des Försters von Schloss Törnich und das ehemalige Haus der Schlossverwaltung, welches zeitweise als Kloster von Törnich diente. Gegenüber befand sich früher das Postgebäude von Törnich, welches ebenfalls zum Besitz von Schloss Törnich gehörte. Eingang Heerstraße. Der Eingang erfolgt hier durch das kleine Tor auf der rechten Seite. Vor ihnen eröffnet sich eine natürliche Kathedrale gebildet durch die Lindenallee. Sie besteht aus 111 Linden, davon 110 Winterlinden und einer Sommerlinde. Die Apsis bildete früher eine Verkehrsinsel, mit vier kreisförmig angeordneten Linden und einem Kreuz in der Mitte. Diese war gegenüber dem abgebildeten Eingang angeordnet. Später wurde hier ein öffentliches WC erbaut. Das erneuerte Kreuz steht heute Ecke Maximilianstraße Nachtigallenweg. Der Park von Schloss Törnich wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach den Plänen des kaiserlich-russischen Hofgärtners Friedrich Schulze angelegt. Von dem noch vorhandenen Originalplan, der ein mehr als doppelt so großes Areal zeigt, wurde nur der Südwestteil ausgeführt, der bis heute erhalten blieb. Nach etwa 100 Meter befinden sich auf der linken Seite, hinter einem teilweise zerstörten Zaun, die Ruinen der ehemaligen Gewächshäuser. Obwohl Wasser- und Kanalanschluss noch vorhanden sind, hat hier die Natur das Areal zurückerobert. Etwas weiter auf der rechten Seite, etwas zurückliegend, befindet sich ein Seitenschiff der Lindenkathedrale, ein sogenanntes Baptisterium. Ein Lindenkranz, hier formen sieben Linden in einem Achteck mit insgesamt 12 Stämmen ein Baptisterium-Seitenchor. Auf dem Weg durch die Lindenallee Richtung Schloss führt der Weg nun nach rechts. Bevor Sie rechts abbiegen, sehen Sie auf der linken Seite die Neuanlage eines Labyrinths. Dieses wurde mit Spenden finanziert. Ein Labyrinth ist nicht gleich einem Irrgarten. Ein Irrgarten ist sein verzweigtes Wegsystem mit Kreuzungen und Sackgassen, umschlossen von meist übermannshohen Hecken. Der ehemalige Irrgarten wurde vor ca. 80 Jahren gerodet, da die Unterhaltung sich als zu aufwendig gestaltete. Man erzählt, dass in den ehemaligen Irrgarten oft unliebsame Gäste geschickt wurden. Diese wurden dann nach Stunden erst wieder auf den richtigen Weg gebracht. Die Künstlerin Arti von Gallwitz befasste sich im Rahmen des Waldkulturabis 2011 mit der Idee, einen Wald zu pflanzen. Bedingt durch Umsetzungsschwierigkeiten kamen sie auf die Idee, stattdessen ein Labyrinth entstehen zu lassen. Hier brachte der Törnicher Schlosspark alle Voraussetzungen mit. Das Labyrinth soll für den Weg zur Erkenntnis stehen. Am Ende, im Innern, gelangt man in eine Sackgasse, oder man geht halt wieder heraus. Es soll die Suche nach der Stille in der Mitte, dem Inneren selbst sein. Wenn man den Weg einmal verstanden hat, geht man mit einem neuen Blick ins Leben zurück. Dabei soll es auf die Aktivität des Miteinanders ankommen. Die klassisch runde Form eines kretischen Labyrinths weicht hier einem leichten Oval, das von einer großen Kiefer in der Mitte dominiert wird. In einer Gemeinschaftsaktion setzten zahlreiche Helfer, gegen eine Spende von je 5 Euro, einen Ilex crenata convexa in den Boden und leisteten, bei dieser Aktion, aktiv einen Beitrag im Internationalen Jahr der Wälder. Die Länge des Weges durch das Labyrinth wird mit 300 Metern, für eine Strecke, angegeben. In 2 bis 3 Jahren wird die Hecke etwa kniehoch geschlossen sein.
dann soll sie der Natur fast vollständig zurückgegeben werden, so dass ein wilderer Zustand entsteht. Weiter geht es nun Richtung Abzweigung zum Schlosseingang. Hier können Sie nun den Außenweiher überqueren und erreichen das Torhaus. Im Vordergrund sehen Sie das Schloss mit seitlich angebrachter Kapelle. Links befindet sich das Schlosscafé, frühere Pferdeställe und die Geräteschuppen. Der Weg führt nun weiter Richtung Eingang von der Nussbaumallee. Links sehen Sie nun den Eingang zu Barockgarten. Das Tor ist leider verschlossen. Zu bestimmten Zeiten ist ein Zugang nach Abstimmung mit dem Grafen möglich. In dem Barockgarten befand sich einst auch eine Orangerie. Diese wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört und nicht mehr aufgebaut. Wenden wir uns nun nach rechts. Auf der rechten Seite sehen Sie die beiden ehemaligen Froschweiher. Leider sind diese mit den Jahren so verschlammt, dass man hier nur noch kleine Tümpel vorfindet. Früher befand sich gegenüber den beiden Froschweihern, Richtung Seufzerallee, eine Blumenuhr. Wenden Sie sich nun nach rechts und folgen dem Rundweg über die kleine Brücke zwischen den beiden Froschweihern. Nach etwa 50 Metern führt der Weg nach rechts. Hier sehen Sie hinter den Sträuchern, links, einen kleinen Hügel. Auf diesem Hügel waren bis Mitte der 50er Jahre die Reste eines Wachturms zu finden. Hier erlebten die anwohnenden Kinder täglich Abenteuer in dem sogenannten Tempel. Um 1930 stand hier eine Art Rondell, der sogenannte Liebestempel. Weiterhin war hier ein schmaler Eingang für die Bediensteten des Schlosses. Das Türchen hieß im Volksmund Hermann-Josef-Türchen, benannt nach Hermann Mohr und Josef Hambach. Hermann Mohr war Pfarrer und Josef Hambach Gärtner beim Grafen um 1930. Im Rahmen der Sanierung der Schlossmauer wurde das Türchen im Jahre 2000 entfernt. Folgen Sie dem Weg nun geradeaus weiter. Nach etwa 50 Metern sehen Sie links, der Schwarze Porz, das Schwarze Tor. Das Schwarze Tor war bis zum Zweiten Weltkrieg ein schweres Metallplattentor. Dieses wurde zum Bau von Waffen eingeschmolzen. Das Bild ist eine Rekonstruktion nach Berichten. Die Lücke in der Mauer wurde mit Steinen verschlossen. Im Jahre 1998 wurde die Mauer aufgebrochen und das Eisentor der ehemaligen Schlossmühle eingebaut. Folgen Sie nun dem Weg weitere 30 Meter. Auf der linken Seite, durch umgefallene Bäume und Dickicht versteckt, gelangen Sie zu der Ruine des ehemaligen Eiskellers. Kälte war ein Luxus. Die Dörfer und Kleinstädte im rheinischen Braunkohlenrevier bekamen erst deutlich nach der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert Anschluss an die Stromversorgung. Deshalb war Kälte Luxus und ein Naturprodukt. In dem runden hohen Raum lagerten die Gutsleute in frostigen Wintern Eisblöcke ein, die sie vom Schlossteich brachen. Dazu schlugen sie ein Loch ins Eis und verkeilten einen Knüppel mit einem dicken Seil unter der Eisfläche. Dann schnitten sie ein Viereck um das Loch und zogen die Eisplatte an Land. Das Eis wurde durch eine Öffnung in der Kuppel in den Innenraum geworfen. Und weil in dem Gewölbe ganzjährig tiefe Temperaturen herrschen, schmolz das Eis dort kaum. Der Igel aus Ziegelsteinen bestand aus zwei jeweils 36 cm dicken Mauern mit einem 32 cm starken Hohlraum dazwischen. Luftisoliert bestens. Von einem Zugang aus entnahm das Gesinde die Eisbrocken, um die Eisschränke in der Küche und die Bierkeller der ortsansässigen Gasthöfe damit zu versorgen.
Wenn Sie dem Weg weiter folgen, gelangen Sie auf den Weg zum Schloss.